Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum KMU Mechanic Simulator 2015. So, und wir müssen mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Lauter Auspuff. Einmal. Oh. Okay, viele Probleme mit dem Fahrwerk und hier steht auch noch ein Kandidat und wir haben immer noch ein paar Aufträge. Das Lustige ist, man kann eine Testfahrt machen, habe ich gehört. Oder ich könnte schon die Testfahrt machen. Muss ich noch schauen, wie ich die machen kann. Moment. Wo war das? Parkplatz? Nee, da war es nicht. Verlassen war es, ne? So, pass mal auf. Dann mache ich jetzt eine Testfahrt mit... ich weiß mit welchem. Mit dem hier, weil der hat so viele... Der hat so viele Fahrwerkprobleme. Und wir können endlich mal eine Test machen, eine Testfahrt machen. Ich sehe mal, wie das ist und kann euch das zeigen. Und das ist cool. So. Testfahrt, Testfahrt. Gar keine Musik. Testfahrt, Testfahrt. Keine Musik. So, was los? Wird geladen. Wow. Okay. Krass. Die Grafik ist ja hart. Was muss ich jetzt machen? Beschleunigen, ja, super. Und jetzt? Wo ist der Slalom? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Warte mal, ich bin jetzt gerade hier hintergefahren, ne? So, komm. Ich muss hier weiter, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. So. Oh Gott, ich mach das zum ersten Mal, nicht wundern, ne? So, ach hier, Slalom. Wow. Okay, Federungstest. Aber wie geil ist das denn gemacht? Das gefällt mir richtig gut. Nice, und bremsen. Okay, es war zu weit. Ey, richtig cool gemacht, Leute. Ohne Scheiß. Haben wir eine Handbremse? Ey, richtig gut. Die Grafik sieht auch so der Hammer aus. Okay, super. Bremstest auch. Also, gib fetten Daumen nach oben für die Teststrecke. Das ist cool gemacht. Und man braucht nicht so ewig. Es geht relativ schnell. Wenn ich mich jetzt nicht verfahren hätte und bla bla bla, bin halt das erste Mal gefahren, ich kenne die Teststrecke nicht, dann, ey, sau, das geht echt schnell. Können wir den kleinen mal noch nehmen hier? Der Auspuff kaputt ist. Wird er ja ziemlich laut sein, oder? Ah, jetzt muss das wieder die ganzen Autos laden. Ach Gott. Stunden später. Na komm, was los? So. Jetzt. Oha, oha, oha. Na guck mal, was uns alles angezeigt wird hier bei der Testfahrt. Na ja, gut. 4 Teile haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, wir schauen noch mal ganz kurz. Ja. Lenkung, innere Fahrwerk. Also wir können auf jeden Fall das Ganze schon mal nach oben bocken. Das ganze gute Stück. So, die Zugstangen sind auf jeden Fall alle Schrott. Ach, hier, guckt ihr es da an. So, pass auf hier, die Zugstangen sind Schrott. Da müssen wir erstmal die hier rausbauen. So, das ist auch kaputt. Das heißt, erstmal Felge runter. Am besten gleich noch die andere Felge mit runter. Aber wir bauen erstmal das Teil raus. Okay, Schraube lösen. Der ist schon mal futsch. Dann die Zugstange ist futsch. Warte mal, das Teil sieht auch schon... Diagnosefahrt. Ich könnte mal eins machen und zwar... Moment. Mir wurde gesagt, F1 drücken. Wegen dem OBD-Scanner hier. Aber hier ist gar nicht F1. Wie geht das jetzt? Ah, Überprüfungsmodus, OBD wieder. Gut, okay, alles klar. Wir müssen in den Überprüfungsmodus gehen. Oh, passt alles, glaube ich. So, die Felge muss auf jeden Fall runter. Und da sehe ich von hier schon was kaputt ist. Die Antriebswelle ist auch Schrott. Ja. Okay. So. Das Teil ist auf jeden Fall noch ganz.
Aber der Axtschenkel scheint auch Schrott zu sein. Ja. Okay, wie sieht's denn ansonsten so aus? Mal hier noch ein bisschen überprüfen. Okay, können wir nicht. Naja, ist zwar alles gelb, aber naja, gut, was soll's. Obwohl eigentlich, Moment, eigentlich können wir das ja ausbauen, ne? Wir bauen das einfach aus und dann sehen wir ja im Inventar, was wir Neues brauchen. Ich hoffe mal, ich habe den anderen Kram alles verkauft. So, warte mal, die muss noch raus. Ja, was denn mit der Feder? Ach so, ist das Ding raus? Die Feder sieht aber noch gut aus, genau. Ach, da muss auch was. Hier wieder alles zerlegen. Grauenhaft. So, okay. So, warte mal. War jetzt hier noch irgendwas? Ich bin mir eben nicht sicher, ob das... Ne, das ist nur angegammelt. Komm, schauen wir mal auf der Hinterachse nochmal. Okay. Ja. Dauert natürlich ein Stück, wenn wir das jetzt alles überprüfen müssen hier. Geht nicht. Stoßdämpfer geht auch nicht. Geht auch nicht. Gott, wollt ihr mich schon abrollen? Aber ich sehe auch keine... Doch, der Stoßdämpfer ist definitiv Schrott. Die ist auch Schrott. Mach ich eine Wette. Ja, man sieht das echt ganz gut durch diese verrosteten Teile da. Ich baue mal die Felge hier noch runter. Ich will mir mal die Bremsscheiben angucken. Die Bremsbeläge und den Bremssattel. Aber ich glaube... Nee, das sieht gut aus. Das passt. So, warte mal. Die Gummitülle, die passt auch. Die da unten sieht eigentlich auch noch ganz chillig aus. Ah, bei der bin ich mir nicht sicher. Die sehen eigentlich auch noch ganz gut aus, die zwei. Das sieht auch noch ganz gut aus. Leute, Leute, wie soll ich es euch sagen? Ich würde sagen... Wir gehen erstmal hier fix einkaufen. Ah, guck mal hier. Ich habe 4 Sachen noch nicht gefunden. 3 Sachen. Ja, okay, das ergänzt es dann quasi. Das ist ja super. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Gummitüllen hier aussieht. Ich erkenne sie eben nicht. Ich baue die einfach raus, weil ich es echt nicht erkenne. Die war noch gut. Ja, die war auch noch gut. Ich glaube, die ist auch noch gut hier. Warte, die noch raus? Okay, Gummitülle. Ich überlege echt, ob der Stoßdämpfer hier drüben Schrott ist. Was könnte es noch sein? Das kann ich nicht rausbauen. Moment. Ach hier, die Zugstange ist noch dran. Scheiße. Fehlen immer noch 2 Teile. 2 Teile sind noch kaputt. Ich weiß nicht welche. Das muss ja irgendwas mit dem Fahrwerk zu tun haben. Lasst uns logisch denken.
Da. Was? Doch, hat geklappt. Eine Gummitülle, also ein Teil ist jetzt nur noch defekt gerade. Aber welches? Oh, ist das nicht so eine fiese Kacke, ey? Ey, die war noch gut. Kann nur durch überprüfen, mir bleibt nichts anderes übrig, Leute. Leute, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube fast. Ich baue das mal aus hier, wartet mal. Ich bin mir fast so ein bisschen sicher, dass diese Gummitülle hier, und die sieht mir sehr stark. Ja, das ist die auch. Definitiv. Die muss raus. So, jetzt passt mal auf. Haben wir alle gefunden. So, und jetzt können wir erstmal einkaufen. So, jetzt brauchen wir erstmal, müssen wir erstmal schauen hier. Gummitüllen. Inventar. Zustand. Wir brauchen Radnabenlager 2 Stück. Stabilisator Koppelstange A. Stabi. Koppelstange A. Davon haben wir nichts gekauft. Radnabenlager 1, 2. Inventar. Das haben wir. Ah. Das ist noch vom Vorgängerfahrzeug. Scheiße. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier alles ausgebaut? Kleine Gummitülle. 1, 2. 3. 3 Gummitüllen und eine kleine. 3 große, eine kleine. Vordere Stoßdämpferabdeckung. Okay. Stoß. Nee, das war's nicht ganz. Stoß. Ich glaube, ein hinterer Stoßdämpfer war auch Schrott, ne? Ich weiß aber nicht welcher. Gummi. 1, 2, 3, 1. So, pass auf, das haben wir. Vordere Achsschenkel, hinterer Stoßdämpfer A. Innere Zugstangen. Stoßdämpfer A. Hinterer Achsschenkel, bla bla bla. Vordere Achsschenkel. Welcher war es jetzt? Vordere Achsschenkel A, hintere Stoßdämpfer A. Okay, vordere Achsschenkel A. Zugstangen. 1, 2, da war auch eine kaputt. Bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich. Das habe ich. Vordere Antriebsachse C. Und Stabilisator Koppelstange. Vordere Antriebsachse C. Vordere Antriebsachse C und
Stabi irgendwas. Aber was glaube ich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sind zu viele Teile. Bauen wir zusammen. Komm, was soll's. Rein damit's wieder. So. 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 Erstmal alles wieder zusammenschrauben hier. Dass das was wird. So. Okidoki. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Warte mal, habe ich irgendwas vergessen? Ja, hier geht's weiter. Genau, die waren Schrott gewesen. Die können wieder drauf. Das kann wieder drauf. Und dann haben wir hier die Seite schon fertig. Sehr gut. So, okay, super. Bauen wir die Seite wieder zusammen. Die ist etwas komplizierter. Da war der eine kaputt hier, genau. So. Okay. Einmal. Zweimal. Bremsbeläge wieder drauf. Bremssattel wieder drauf. Okay, warte mal, hier fehlt noch so eine Zugstange, glaube ich, oder? Na, erstmal muss das Stoßdämpferbein wieder rein. Genau. Und hier die noch. Okay, super. Okay, haben wir die Vorderachse auch schon wieder zusammengebaut. Ja, Zusammenbau geht echt fix, also muss man sagen. Ist halt blöd, wenn man dann erst, wenn man halt eben rumsuchen muss, ne? So. Stoßdämpfer rein. Der war Schrott, genau. Ich glaub, war das jetzt der Schrott war? Ja, doch, war er. Einmal. Vorne habe ich auch noch welche vergessen, glaube ich. Ja, vorne finden die ganzen Gummitüllen. Ich glaube es zumindest. So, da die kleine wieder rein. Hier das Teil wieder dran. Alter Schwede, wer repariert so ein Ding noch, ey? Wenn ein Auto so aussehen würde von unten, da würde ich gar nichts mehr reparieren. Sonst würde ich direkt auf den Schrottplatz fahren. Das ist ja grauenhaft. So, habe ich jetzt hier alles. Die muss noch rein. Nur noch eine Gummitülle vorne. Dann haben wir's, Baby. Ach nö, mir fehlt ein Querlenker. Da fehlt ein Querlenker. Wie geht denn das? Also, jetzt fehlt natürlich hier noch eine Gummitülle. Die hat man rausgenommen. Die haben wir auch ausgebaut, oder was? Oh Gott. Ich glaube, hier haben wir auch noch eine rausgebaut, oder? Die hatten wir auch raus. Ja. Okay, aber... Ah, okay. Alter, krasser Auftrag. Wir sind fast bei 3000 Erfahrungspunkten. Fast 3000, Leute. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Das heißt, wir können Drückprüfgerät oder elektronischer Zähler oder schnell zusammenbauen, zerlegen, schnell manuelle Überprüfung, Tablet, was auch immer. Irgendwas hauen wir. Hauen wir uns auf jeden Fall. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss mal gucken, wie ich es umsetzen kann. Weil ich wollte jetzt echt mal ein paar Folgen auch am Stück aufnehmen. In diesem Sinne erstmal, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis morgen. Ihr lasst mir das Däumchen ab, wenn es euch gefallen hat. Und schaut mal die Videobeschreibung. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss, euer Maggie.